Ach, guck an. Gammert ist tot. Ja. Ja, das ist er. Jetzt bin ich überrascht. Hätte nicht gedacht, dass du darüber dreinschaust wie ein Praios-Novize, der beim Hütchenspiel beschissen wurde. Ich auch. Und ich hab noch eine Überraschung. Ich küsse bitte. Hoffentlich besser als die erste. Attraktiv, jung und tot. Du? Genau. Ich bin nicht in die Niederhöllen gefahren. Obwohl Gammert tot ist. Ist das nicht toll? Kann sie sich jetzt Rio schnappen? Weißt du schon, was du jetzt machst? Du meinst, ob ich hier bleibe oder das Krallenmoor verlasse? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Natürlich will ich meinen Vater wiedersehen, aber doch nicht als Untote. Kann man so sagen, oder auch nicht, ja. So hässlich bist du doch nicht. Nicht so hässlich bist du nicht. Wirklich? Ja, jedenfalls nicht abstoßend oder glitschig. Und deinen Humor hast du auch behalten. Genau. Das klingt, als wärst du ein wenig in mich verliebt. Naja, wenn ich nicht Kalandra suchen würde, dann wärst du nicht die schlechteste Wahl. Doch, oh Gott, ach, das ist ein Schambolzen. Aber über dich und Kalandra werden die Barden sicher Lieder singen. Das ist so romantisch. Was heißt das? Tagunitot hat deine Seele doch nicht in ihrem Besitz? Zumindest nicht so fest, dass sie mir die Seele sofort entreißen kann. Dank dir bin ich frei. Das schlägt das Herz doch gleich höher. Meinst du, es gibt sowas wie ein Jenseits für Untote? Nun, das ist Jenseits. Kann ich nur spekulieren. Aber du wirst es schon irgendwann mal herausfinden. Hoffentlich nicht allzu bald. Gammert hat mir sein alhanisches Artefaktbruchstück überlassen. Wirst du es verwenden? Ich werde es mit nach Farnfeld nehmen, um die Dorfbewohner damit zu überzeugen. Aber vielleicht gibt es noch mehr von diesen Bruchstücken. Vielleicht kann ich mit dieser Magie wieder lebendig werden. Ich weiß wirklich nicht, ob die Magie so mächtig ist. Ich fürchte eher, du wirst erstmal eine Weile untot bleiben. Hey, das ist nicht gerade feinfühlig von dir. Ist aber Fakt. Du hast auch nicht mit der Wimper gezuckt, als Gammert gerade eben sein Leben ausgehaucht hat. Ich freue mich eben, dass ich noch lebe. Naja, so in etwa. Was ist denn nun mit deinem Reo? Oh, Reo. Mein Reo. Meinst du, er wird mich auch als Untote lieben? Hm, bestimmt. Wir wissen's besser. Er hat ja schon eine neue. Ja. Wenn ihr es beide ernst meint, muss er dich so lieben, wie du bist. Oh, das passt. Und ich bin mir sicher, Reo würde zumindest gern etwas über dich singen. Auf einer Harfe mit Spinnenseide. Wie romantisch. Ich werde nun nach Farnfeld aufbrechen. Ich hoffe, du triffst die richtigen Entscheidungen. Das wünsche ich dir auch, schöne Latika. Vielleicht sehen wir uns hier wieder. Vielleicht. In einem anderen Leben, in einem anderen Spiel? Ey, wir können gleich zum Händler gehen. Du bist zurückgekehrt. Ja. Aus der Grube? Ja. Ja. Wie Gammert. Und du trägst seinen Talisman. Du, ihr seid der neue Erlöser. Ja. Reo, ich bin nicht der Erlöser. Nur der wahre Erlöser verleugnet seine Göttlichkeit. Oh Gott. Was? Ihr offenbart euch gerade rechtzeitig, Erlöser. Gammerts Flucht hat die Leute verunsichert. Genler hat Ulef gefangen genommen und predigt von den alten Göttern. Sie will unseren Glauben zerstören, Erlöser. Ich habe jetzt keine Zeit für diesen Orkmist. Bring mich zu Genler, schnell! Wie ihr wünscht, Erlöser. Prime. Lang genug habt ihr in Sünde gelebt. Doch jetzt hat sich der Wind gedreht. Ein Sturmwind hat den Samen des Glaubens nach Farnfeld geweht. Genler! Was tust du da? Das Volk von Farnfeld spricht sein Urteil über jene, von denen es hintergangen wurde. Lang genug hat Ketzerei an diesem Ort geherrscht. Gammert war ein Betrüger und Ulef sein Lakai. Gammerts Flucht hat es bewiesen. Und auch Ulef wird seine Missetaten bald gestehen. Kairon, du bist hierher zurückgekommen.
Gamat ist besiegt. Du trägst seinen Talisman. Auf welcher Seite stehst du? Viel Hoffnung. Dieser Talisman ist nun mein Eigentum. Ich war im Paradies und habe gesehen, dass Gamat wahr gesprochen hat. Die Erlösung ist nah und sie wird von jenseits der großen Schlucht kommen. An jenem Tag werdet ihr hinaus in die Welt ziehen und auch alle anderen erlösen, die die Last der Bürde drückt. Und nun lasst Ulef frei. Ich übergebe ihm den Talisman des Heiligen Mannes, auf das er euch auch fortan im rechten Glauben führen mag. Hab Dank, Erlöser. Ihr erweist mir eine große Ehre. Empfangt als Dank diese Fessel der dunklen Mutter, die mir einst Gamat schenkte, bevor er gen Paradies hinabfuhr. Zuletzt will ich über Genlas Schicksal befinden. Genla, die unausgesetzt an ihrem Glauben festhielt und bis heute an den Worten des Heiligen Mannes zweifelt. Sie soll sterben. Wenn sie weiterlebt, wird sie nur weiter Unfrieden stiften. Seht euch das Krallenmoor an. Es ist offensichtlich, dass ihre alten Götter uns längst verlassen haben. Auf ihre Weise hat sie dasselbe gewollt wie du, Ulef. Auf ihre Weise? Oh, das habe ich gesehen. Verflucht sollt ihr sein! Möge die Seelenmühle euch alle für 12x12 Äonen martern! Genla, du hast unser Vertrauen missbraucht und durch deine Unbelehrbarkeit den Hass in unser Dorf getragen. Du hast versucht, die Ordnung des Heiligen Mannes zu stürzen und Seelen der Auserwählten den finsteren alten Göttern zu opfern. Die dunkle Mutter sei dir gnädig. Farnfeld ist es heute nicht. Ich folge dem Heiligen Mann. Der lässt uns niemals im Stich. Kairon ließ Gamats Lügen bestehen und gab Ulef dessen Talisman. Kranke galten weiterhin als auserwählt und wurden auf die gleiche Weise im Quell des Lebens erlöst wie Dutzende zuvor. Sie durften ihren Glauben an das Paradies behalten. Doch die Hoffnung darauf, dass in den Tiefen des Sumpfes Heilung für die Stadt Warung wartete, gab dem Opfer der Farnfelder seinen eigentlichen Sinn. Für Genla jedoch gab es keine Gnade. Die Farnfelder töteten sie. Teuer. Ihre Anhänger flohen aus dem Krallenmoor. Kairon zog weiter. Er musste wissen, wie und warum Azaril ihn mit magischen Kräften gesegnet und dadurch zu Kalandras Todfeind gemacht hatte. In Warung sollte er Antworten erhalten. Toll. Jetzt sind wir schon wieder in Warung. Ach, wir waren so lange nicht hier. Zeig mal her. So, Körperkraft. Ich glaube, das ist Kairon. Das ist er. Perle mit Emas Gesicht. Warte mal, wir haben doch... Ja, Garmkontrolle. Eine befreite Stadt. Och nö. Da liegt doch die Leiche vom letzten Mal. Er ist noch jung und hat starke Arme. In den Mittelalter hätte er ein Leben vor sich. Guck mal, die kam einfach aus dem Nichts. Ich glaube, das ist Kairon.
Psst. Junge, gut, dass ich dich treffe. Was ist denn los? Parell, dieser Bastard. Jetzt hat der Drache ihn mit Haut und Haaren. Ihr beide seid Feinde, seit ich euch kenne, Hauptmann. Diesmal ist es anders. Zuerst dachte ich, er will sich für ein paar alte Geschichten rächen. Sähe ihm ähnlich, dass er deinen Waffenstillstand bricht. Aber es hat nicht aufgehört. Er behauptet, er will die Warunker von irgendeiner Knechtschaft befreien. Nennt sich seit neuestem Beschützer der Vergessenen. Aber in Wahrheit schlachtet er alle ab, die ihm nicht passen. Frauen, Kinder, er ist verrückt geworden. Das ist kein normales Verbrechen mehr, Junge. Das ist Krieg! Hauptmann, was wollt ihr von mir? Dich warnen. Was sonst, Junge? Parell wird sich irgendwann an dich ranzischeln und seine dreckigen Lügen erzählen. Okay. Du darfst ihm nicht glauben, Junge. Okay. Rogelin Draxasch. Glaub diesem Schurken kein Wort. Ich werde aufpassen, Hauptmann. Und wenn dir irgendjemand von Parells Arschkriechern begegnet, mach kurzen Prozess. Die haben es alle verdient. Gortoscha Mortomusch. Jetzt sitzt mein Bruder im Knast. Nur weil diese Kerle von der Garde irgendeinen Schuldigen haben wollten. Hm. Ja, wird das verdient haben. 12 Götter. Schwachsinn. Oh, die Kisten sind wieder aufgefüllt. Oh, wir sind im dritten Kapitel. Eine befreite Stadt, hm? Befreit von Hoffnung vielleicht. Der Mann liegt beinahe friedlich da, als würde er schlafen, aber das Blut um ihn ist hinten ein verdammter See, Kehle aufgeschlitzt. Man könnte meinen, die Garde mache saubere Arbeit. Wahrscheinlich ist er hier an seinem eigenen Blut erstickt, bevor er bewusstlos wurde. Wenn Kartell und Garde jemals mit Bandagen gekämpft haben, dann haben sie sie heruntergerissen, während du im Krallenbohr warst. Angriff! Chiron, ihr seid zurück! Hochwürden? Markgraf? Es freut mich, dass ihr diesmal bei Bewusstsein seid. Habt noch einmal vielen Dank für euren Einsatz zum Wohle der Stadt. Wie lautet euer Bericht? Garmadh war tatsächlich einem Heilungsartefakt auf der Spur. Doch er starb, bevor er es finden konnte. Seine Methoden waren ungewöhnlich, aber zum Wohle aller solchen Kranken habe ich veranlasst, dass weitergesucht wird. Es gibt also Hoffnung. Bei Mutter Perrine, das sind gute Nachrichten. Hier, nehmt das. Warung schuldet euch seine Anerkennung. Bauen Geigen. Und seht euch künftig vor. Das Böse kommt in den Schattenlanden oft unerwartet. Meine Leute können nicht überall sein. Ja, ist klar, ich brauche den Schutz. Zumal eure Leute ja in erster Linie mit dem äußeren Feind beschäftigt sein sollten, Zen-Meister. Umso erfreulicher ist es, dass es keine Unstimmigkeiten darüber gibt, wer den Beschwörer exekutieren wird, den meine Leute gefangen setzten. Meines Wissens nach war das ein gewisser Verräter. Einer, der nicht nur in eurer Stellvertretung, sondern auch beim Amt des Seuchenvogts eine Lücke hinterließ. Oh. Zennenmeister von Turjelev, ihr seid der Oberste der Rondrianer hier in Warung, nicht wahr? Wenn euch Titel etwas bedeuten, der Zennenmeister vertritt das Schwert der Schwerter. Das Oberhaupt der Rondra-Kirche. Merkwürdiger Titel. Das Schwert ist die Königin unter den Waffen. Es ist einfach, ehrenhaft und ohne Falsch. Und gerecht genug, um damit Zweikämpfe zu führen, die Falks Mitverschwörer unter die Erde brachten. Wenn ihr es so sehen wollt. Markgraf, ist euer Platz nicht eigentlich in der Oberstadt? Es ist aber nicht so, dass ich mich nicht gerne unter die Menschen mische. Ich sehe genauso genau gerne den Tischlern zu, genauso, wie ich einen Abend in den Gärten dort oben verbringe. Aber ihr habt recht. Normalerweise ist Hauptmann Fergolosch
für die Unterstadt zuständig. Derzeit erfordern jedoch gewisse Entwicklungen meine Aufmerksamkeit. Mhm. Der Beschwörer bekommt also endlich seine Strafe. Wisst ihr mehr darüber, warum er Dämonen in Wahrungsmauern geholt hat? Seine Taten waren zu waghalsig für einen Magier. Sein dämonischer Meister wird sie ihm befohlen haben. Oder Falk. Wir haben Antworten von ihm gefordert. Aber er schwieg. Und eure Göttin mag die Methoden nicht, die es gibt, um Antworten von jemandem zu erzwingen, richtig? So oder so. Das Schwert ist zu gut für ihn. Darum wird er hängen. Eine Befragung wäre Zeitverschwendung. Verstehe ich. Wo findet diese Hinrichtung denn statt? Vor deinen Augen. Marktplatz. Zweite Stunde. Und natürlich sollt ihr auch willkommen sein, wenn der Schurke seine gerechte Strafe erhält. Bis dahin, gehabt euch wohl. Seine hängende Leiche wird als Warnung für alle dienen, die selbst in diesen Zeiten noch mit Dämonen paktieren. Fein. Dann sehen wir uns bei der Hinrichtung. Und grüßt euren Vater. Ich bin sicher, er erwartet euch schon. Er wohnt noch immer im alten Pranger. Jetzt haben wir doch einen Ring des Markgrafen. Mann, Mann, Mann. Parade, Lebensenergie plus 2, Überreden plus 1, Feilschen plus 2. Ich glaube, den ziehe ich an. Obwohl, hier haben wir Überreden plus 2, Feilschen, aber Feilschen. So, mein Freund. Ach, guck mal hier, unser Kumpel ist wieder da. Womit kann ich dienen, mein Freund? Ja, aber Pluder. Ach, scheiß drauf. Ach, Rückkauf. Toll. Ich wüsste nicht, was ich... Okay, ich glaube, das ist unseres. Warte mal, wir brauchen für die Rüstung, damit wir hier was upgraden können. Das ist, glaube ich, das hier, ne? Attacke. So, da bin ich mal gespannt. Sauber. Sehr gut. Hat der neue Waffeln? Wieder da? Sag an, wie viele Unholde hast du mit meinem Eisen... Gar keins, weil ich es von dem Bisch gekauft habe.
So, aber wir schauen mal, was er hat. Eine Streitaxt. Besetztes Breitschwert. Angriffsgeschwindigkeit, alles okay. 5. LE-Bonus minus 1. Crit-Trefferchance 4%. Mut. Ah, da ist das noch von den Attributen noch ein bisschen besser. Nein! Zurück! Ich muss doch das hier anlegen, verdammt. Die Hose. Kannst. Oh nee, ne? Haben wir es nicht zurückgekauft? Die Dämonen. Diese Säcke von der Garde entsagt haben alle abgeschlachtet, die das Essen aus dem Zeughaus holen und verteilen wollen. Diese Säcke das von der Garde Heil wollen es auch verteilen. Ohne Lack, Jeffy. Und nicht die Schaffenskraft. Und die mit den dicksten Armen alles einkassieren. Nur sie und sie allein waren es, die euch... Auge juckt. Immer wir sind hier gerade. Ah, okay. Cool. Bin ich froh, hier drin zu sein. In der Weststadt verfaulen die Leute bei lebendigem Leib. Du bist zurück. Das heißt, du hast Gamad besiegt. Es war sein Schicksal, behauptete er. Die Macht seiner Gabe ist auf mich übergegangen, wie schon die von Falk. Aber ich kann dir noch mehr erzählen. Von untoten Sklaven und falschen Heiligen. Da waren es nur noch 5. Es ist schrecklich zu erfahren, wie sich die eigenen Kinder abschlachten. Und die nächste Erwachte ist schon auf deiner Spur. Sie sagt, sie wird dich finden. Und sie gab mir das hier. Eine Erwachte war hier? Sie hat mit dir gesprochen? Ich weiß nicht, ob sie uns als Verbündete will oder nur als Werkzeuge für ihren Plan. Ja, ja. Dies ist eine Beschwörungsanleitung. Sie sagte, man könne damit den Dämon rufen, der eure Gaben schuf. Doch das Dokument ist kompliziert. Nanduria-Zeichen. 3-mal verschlüsselt. Ich werde einige Zeit... 3-mal schwarzer Kater ist da drin. Darauf zu machen. Warum sollte sie uns in die Hände spielen, wenn sie alles hat und wir nichts? Sie meint, sie könne euch aus dem Tötungszwang befreien. Im Augenblick müssen wir nicht Angst, dass wir sie umbringen. Nur so lange, bis sie sich mir zeigt.
dann wird sie mir antworten. So, Vater, erzähl. Oh Gott. Was verspricht sich dieser Erwachte von einer Dämonenbeschwörung? Sowas ist riskant. Wenn sie die Wahrheit sagt, können die Zutaten auf dieser Anleitung wirklich dabei helfen. Jeder Dämon hat seine Eigenarten, auf die man bei der Beschwörung achten muss. Wirklich gefährlich wird es, wenn er erscheint. Der wahre Name des Dämons hilft, ihn unter Kontrolle zu halten. Doch du kannst nie sicher sein, ob er wirklich deinem Befehl folgt oder dich hintergeht. Am Ende ist der Wortlaut des Befehls das Wichtigste. Was immer du mit dem Dämon aushandelst, er wird sich daran halten. Und genau deshalb wird jeder Beschwörer irgendwann in die Niederhöllen gerissen, weil er einmal die falschen Worte gewählt hat. Du hast es immer schon verstanden, mir Mut zu machen. Du bist nicht jeder Beschwörer, Chiron. Du hast von Gamat als deinem Kind gesprochen. Sag mir nicht, dass du der Vater von uns allen bist. Kalandra ist nicht deine Schwester, das weißt du. Ich weiß, dass ich 3 der 7 zeugte. Ui. Ein Mädchen, 2 Jungen. Und einer der Jungen bist du. Und Kalandra? Sie hat einen anderen Vater. Er ist ebenso scharfsinnig wie besessen von Borbarats Lehre. 3 Frauen, 4 Männer. Das sollten die 7 Erwachten sein. Das heißt, diese Erwachte könnte meine echte Schwester sein? Ja, vielleicht war Falk dein Bruder. Vielleicht auch Gamat. Oder noch ein anderer. Toll, super. Umtriebe sind das hier. Ich habe herausgefunden, dass Azeril mit Kalandra im Krallenmoor war, um ihr Bewusstsein zu erweitern. Mithilfe einer dämonischen Pflanze. Azeril hat ihr Gamat vorgestellt, aber die beiden nicht kämpfen lassen. Wie Gamat über die beiden sprach, es hat mich daran erinnert, wie du uns unterrichtet hast. Das passt. Azeril versucht, Kalandra mit Borbarats Lehren zu verführen. So wie mich. Riesiges Wissen, unendliche Macht, verlockende Dinge. Wir wissen auch nicht, welche Rolle die Erwachte spielt, die dich besucht hat. Vielleicht ist sie sogar Kalandras Botin. Oder ihre Mörderin. Das wäre das Schlimmste. Du musst mir doch irgendwas über diese Erwachte sagen können. Sie ist immerhin hierher gekommen. Vielleicht hat ihre Gabe sie zu dir gezogen. Vielleicht konnte sie ihrer Macht nicht länger widerstehen. Die Gabe beeinflusst den Willen ihrer Träger. Du hast es auch schon bemerkt, nicht? Ja, kannst du mir mehr über sie sagen? Ihre Kleidung ist aufreizend. Viele nekromantische Symbole. Nicht gerade borbaradianisch. Vielleicht gehört sie nicht zu Azerils Anhängern. Sie sagte zwar, dass sie dir helfen will. Möglich, dass sie dir eine Falle stellen Falle. Will. Aber mit ihrem Aussehen wird sie sich in Wahrung bedeckt halten müssen. Das könnte dir einen Vorteil verschaffen. Warum sollte ich diesen Dämon überhaupt beschwören? Wenn es wirklich das Schicksal der Gabenträger ist, einander zu töten, dann ist der Dämon wahrscheinlich der Einzige, der diesen Zwang aufheben kann. Eine Verhandlung mit ihm dürfte jedenfalls mehr Aussicht auf Erfolg haben, als der Versuch, Azeril von ihrem Plan abzubringen. Dämonen gieren nach Menschenseelen und sonst nach nichts. Richtig. Und das ist deine Chance. Mit dem Ritual eurer Geburt zwang Azeril den Dämon unter ihren Willen. Nur deshalb schuf er die Gaben. Darum dürfte er sie hassen. Wenn du ihm etwas Wertvolles anbieten kannst, dann wäre er sicher nicht abgeneigt, sich an ihr zu rächen. Ich muss ihm meine Seele anbieten? Hoffentlich nicht. Aber du hast etwas, das er will und aus irgendeinem Grund nicht bekommen kann. Sonst hätte er es sich schon geholt. Außerdem wollt ihr beide Azeril schaden. Das ist keine schlechte Verhandlungsbasis. Ich habe noch nie einen Dämon beschworen. Selbst wenn ich wollte, ich wüsste nicht wie. Eine Beschwörung bricht man auch nicht übers Knie. Sie benötigt viel Zeit zur Vorbereitung. Soweit ich das Dokument bis jetzt verstanden habe, sind 3 Paraphernalia notwendig, um die Beschwörung durchzuführen. Paraphernalia? Opfergaben an den Dämon, um ihn leichter zu rufen und ihn dann besser zu beherrschen. Beschwörungszutaten, wenn man so will. Hier steht: Zuvörderst nimm 3 Steine der 3 großen Mächte.
bestiehl hierfür der Herrensitze wiederum drei, von Welt, von Zauber und von Göttlichkeit. Verbrenne nunmehr diese drei in daimonisch sengend Flammen aus der Niederhöll. Wo soll ich denn solche Steine herbekommen? Beschwörungsanleitungen sind im Grunde Auslegungssache. Wahrscheinlich wirst du irgendwie improvisieren müssen. Am besten findest du diese Erwachte und befragst sie. Danach kannst du immer noch entscheiden, ob du die Beschwörung durchführen willst. Wenn sie mich nicht in eine Falle lockt, um mich zu töten. So oder so, du kannst nur gewinnen. Okay, Vater.